du schreibst ja viele Sachen dann auch in Serie. Wenn du dann sozusagen die Fortsetzungen schreibst, hast du dann eigentlich deine Sprecher schon vor Augen oder noch die fiktive Figur des Tony Ballard? Ja gut, bei Tony Ballard war klar, natürlich bei der ersten Folge tauchte er schon auf und damit war klar, Tony wird derjenige sein und dann nagel ich natürlich, ich spreche auch fest, dass ich sage, die Serie geht in Reihe, also werde ich dich auch für die nächsten Jahre mindestens mal ein, zwei Tage im Jahr brauchen, dass du mir die Sachen aufnimmst. Und nur wenn der dann auch sagt, ja, mache ich gerne und das Projekt gefällt mir und das ist bei Thilo Schmitz oder bei Thorsten Sense oder Klaus-Dieter Klebsch, was mich sehr freut, weil das halt auch nicht irgendwelche Sprecher sind, sondern wirklich tolle Sprecher sind, die halt durch Kino und was ich Werbung und diesen Jenes bekannt sind. Ist natürlich wichtig, sowas zu machen. Wobei es immer darauf ankommt, manche Figuren besetze ich erst dann, also ich habe oft so Sprecher, wo ich sage, den hätte ich gerne mal als Sprecher, wo ich mir dann später überlege, ja, der passt jetzt zu der Rolle und der passt zu der Rolle. Aber teilweise ist es auch so, wenn ich gewisse Sachen schreibe, wie zum Beispiel bei Mr. Silver von Tony Ballard, also sein Sidekick, jetzt bei der neuen Skripte, die ich jetzt für dieses Jahr zum Aufnehmen aufgenommen habe, ist zum Beispiel ein kleiner Zwerg dabei, da wusste ich ganz genau, da brauche ich jemanden, der chargieren kann. Verstehen das so ein bisschen theatermäßige Sprechen, also ein bisschen pitchen, das nach unten gehen. Und da habe ich zum Beispiel dann gleich an Patrick Bach gedacht, der Silas und Jack Holborn und sowas gesprochen hat und Anna und sowas. Und da ist halt immer die Sache, manchmal hast du wie gesagt beim Schreiben direkt schon, das wäre der ideale Sprecher, wenn ich den kriege, wäre das super. Und teilweise hast du dann Sachen, wo du sagst, den und den Sprecher oder den habe ich jetzt noch zur Verfügung, dem würde ich gerne die Rolle zuteilen lassen. Anna hat Genau, ja richtig. Lange Ja, wirklich. Man aber es merkt hat nicht, auch dass der. verändert Das ist irgendwie. das Ja, Erstaunliche. Der sieht weil fast genauso irgendwie aus. schaut er noch immer aus wie 16. Ja, das ist Wahnsinn. Der Mann ist mittlerweile. Haben wir das gemacht? Glaube ich, 40 oder 42 Jahre Ja, alt und sieht dann haben wir definitiv das sehr nicht so ähnlich aus. angeschaut. Ist Unsere Kinder zweifacher sind ja jetzt Familienvater. mittlerweile fast in dem Alter wie er damals. Das ist Wahnsinn, ja. Ich glaube, er hat zwei Kinder, oder? Ja, zwei Kinder, ja. Ist verheiratet, zwei Kinder habe ich Kinder. aus Dresden zu sehen. Ich habe ihn letztes Jahr auf der Hörspielmesse in Hamburg kennenlernen dürfen und hatte dann gleich mal, weil er auch so eine Art Jugendidol von mir ist, hatte ihn gleich mal festgenagelt, ob er denn was für uns sprechen würde. Und ja, war ganz angetan, vor allem als ich ihm dann gesagt hatte, kannst du mir was unterschreiben? Das ist für einen Mann wahrscheinlich untypisch, weil die hätten jetzt wahrscheinlich Silas oder Jack Holborn dahin gelegt. Meine Lieblingsserie von ihm ist tatsächlich Anna. Und da meinte er so, ja, ist nicht ganz so üblich, aber die Serie hat tierisch Spaß gemacht, war eigentlich so mit einer der Rollen, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Und wie gesagt, also, super verstanden haben und als ich dann die Geschichte geschrieben habe in dem kleinen Zwerg, dachte ich mir, das ist genau der Richtige, weil ich weiß, was er schauspielerisch drauf hat. Also gerade im Hörbuch- und Hörspielbereich hat er sich auch schon aufgewiesen in den letzten Jahren. Und deswegen habe ich gesagt, also da ist dann ganz klar, dass da die Figur schon vor Augen war. Ja, den Ball an euch nochmal. Habt ihr an Sagen wir Thomas? mal, dürfen wir uns das bis morgen ausbauen? Ja, klar. Ja. Das ist ja super. Ja. Ja. Nein, ich muss sagen, dass wir sehr viel Input jetzt bekommen haben und dass wir aber, glaube ich, am richtigen Weg Ja. sind. Auch wenn wir das umgekehrte Problem hatten, was den Text anbelangt, weil wir hatten zu wenig Text. Ja, wir mussten Grundtext. Rollen einfügen, weil die Sage ist eine halbe A4-Seite oder Oh, A5-Seite. Und es sollten doch viele Sprechereien und darum eben diese Marktszenen und ein paar, wo die Leute über den Bau tratschen und dann wieder doch über dieses Geschichtliche, wo die Karin gut recherchiert hat und ja, oder über die Ausschreibung, wir haben das Das alles müssen ausgehen. ausdehnen, ja. Gibt es eigentlich, wo du sagst, so einen Kniff, wo du sagst, damit kann ich im Hörspiel Dinge, die irgendwie nebenbei passieren und Dinge, wo der Hörer dann sagen oder sofort erkennt, das sind jetzt wichtige Dinge. Gibt es da irgendwie einen Kniff, wo du sagst, damit könnte man das ganz besonders betonen, damit sich der Hörer sozusagen jetzt nicht in Nebenhandlungen verliert, also dass man da jetzt irgendwie musikalisch unterlegt oder ich stelle mir das jetzt so einfach vor, ne? Ja gut, natürlich teilweise, wenn zum Beispiel was Unheiliges, nee, wie heißt das? Unheiliges Falsch, Ausdruck.
Also wenn die jetzt zum Beispiel Unheil droht oder sowas, wenn ich sowas natürlich mit Musik untermale, untermauere ich natürlich noch die Gefahrensituation. Oder wenn ich eine gespannte Musik mache unter einer gewissen Sache, wenn er was über die Vergangenheit liest, macht er eine Musik drunter und habe dann später, dass dann, was weiß ich, der Tod aus dem Sarg steigt oder so und vorher da schon mal was gesagt wurde, dann wird durch die Musik, die ich vorher untermalt habe, wird er sich daran erinnern, Moment mal, stimmt, da war doch was. Stummfilm zum Beispiel, wo man eben das wirklich versucht hat mit Musik, jetzt da oder auch, genau, richtig, was stimmt, oder richtig. Ja. Aber dazu ist mir jetzt eingefallen, es ist natürlich ähnlich wie bei einem Musikstück oder auch bei einem Film, dass man einmal anfängt, dann baut sich das auf, dann kommt der Höhepunkt, die Szene, in dem Fall der Teufelsauftritt, und dann fällt es wieder langsam ab. Ne? Also so sollte das sein. Gibt es eigentlich ähnlich wie es im Theater so ein Konzept in mehreren Akten gibt? Gibt es da auch ein Konzept für Hörspiele? Oder ist das eine Sache, die sich tatsächlich dann eher am Film orientiert als am Theater? Es orientiert sich eigentlich ganz klar am Film, muss man sagen, weil vor allem beim Theater wird ja auch eigentlich ganz anders da gesprochen. Das ist einfach die Sache. Also daher ist es eigentlich eher filmmäßig, weil es ist ja eigentlich auch der Film, der im Kopf abgeht und nicht das Theaterstück. Ja. Ich habe eine Frage zu diesen Sound Libraries oder Sound Laboratories. Wie kommt man zu sowas? Ist es denn irgendwie urheberrechtlich geschützt? Ja, oder richtig, wie richtig. Ja. Also das geht auch, wenn man es professionell macht, auch richtig in das Geld. Also es geht eigentlich in ja, Tausende von Euro in Höhen. Kommt immer drauf an, aber es gibt zum Beispiel aber auch Geräusche-CDs, die man ganz normal beim Saturn Media Markt oder wo auch immer kaufen darf. Man sollte aber darauf achten, dass da auch drauf steht, dass man sie nutzen darf. Ja. Weil es gibt manche, die wirklich nur für den Heimgebrauch gestattet sind und dann wiederum andere, die halt im eigenen Hörspiel oder so auch verwendet werden. Also auch wenn so ein Kuckucksschrei ist oder so, dann kann das auch sein. Also wenn das jetzt irgendwie so, also nicht von einem selber stammt, dass man quasi in den Wald gegangen ist, sondern dass irgendwo kopiert hat, ich meine, wer kann denn das nachweisen? Das ist natürlich eine gute Frage. Das ist eigentlich meistens eher so bei den Dings, bei den wirklich ganz klaren Geräuschen. LucasArts zum Beispiel macht bei den Star Wars und Jurassic Park Filmen und sowas, sind gewisse Geräusche, die würde, glaube ich, jeder gleich wieder als den T-Rex-Schrei aus Jurassic Park oder den TIE Fighter aus Star Wars oder so erkennen. Da gibt es ein Problem. Was natürlich die Frage ist, wenn der Wind durch die Bäume horcht oder so, wird man das wirklich merken, ist die andere Frage. Wobei ich jetzt gehört habe, Wind ist ein saumäßig schwer aufzunehmendes Geräusch, hat mir jetzt jemand erzählt. Das ist sehr, sehr heftig aufzunehmen, das ist natürlich richtig. Das ist echt heftig. Da greift man dann doch eher auf die Leibe. Ich muss so eck sein, dass ich oft in der Nacht, wenn wirklich solche Stürme sind, wach werde von diesen Pfeifen. Auch wenn ich das aufnehmen. Ja, das ist ja einfach ein Fehler. Aber die machen leider keine wirbelnden Geräusche. Tja. Also wir werden für unsere Werkstatt dann das Türknarren, das Low-Cost-Türknarren verwenden und nicht das Premium Edition. Wie gesagt, also gewisse Räusche-CDs kriegst du schon für 10, 15 Euro, also das ist, wie gesagt, nur immer drauf achten, dass es drauf geht, ja, verfügbar. Ja, aber Wind aufnehmen, das kann ich mir schwierig vorstellen, weil wenn ich allein, wenn ich mit dem Handy telefoniere und der Wind geht da rein, also